Hallo, hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Isaac. Oh, und ja, ich nehme es mit. Step, step, step. Ich bekomme ein Damage-Item am Anfang. Was? Ja, ich habe zwar nur noch arsch wenig Range, aber dafür. Wieso ist das gerade weggeflogen, als ich. Nee. Hä? Egal. Hätte mich fast wieder ein bisschen Leben gekostet. So, stirb, stirb, stirb und. Na? Oh, fick dich. So. Gut, dann machen wir es eben. Ach ja, stimmt, ich kann euch auch einfach umrennen. Ich bin ein kleines Kopfdingsbums, das einfach jede Kacke frisst. Ich brauch Speed-Up. Das Messer, ja. Alle normalen Gegner sterben eigentlich instant. Das spackt ziemlich hart rum, sobald man sie mit dem Messer einfach nur berührt, also sobald ich so gegen sie renne. Und ansonsten, es macht einfach unglaublich viel Schaden. Ups, und ich treffe natürlich nicht. Der Hinflug macht allerdings mehr Schaden als der Rückweg davon. Und ja, sonst gibt es dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Und ich würde ganz gerne zum Boss finden. Möglichst schnell, damit ich, weil ich da wahrscheinlich wieder nur Crap kriegen werde. Achso, ich habe eben gerade zwischendurch noch einen Run angefangen aufzunehmen. Das habe ich dann aber einfach mal gelöscht, weil ich mich die ganze Zeit nur aufgeregt habe und geflamed habe und geraged habe und ja, an sich nichts sehen. Ja, das war jetzt wieder so ein Moment, wo ich mir einfach nur dachte, hallo? Gut, egal. Monstro! Okay, ein Monstro mache ich natürlich wieder unglaublich wenig Schaden. Das ist ein schlechtes Beispiel dafür. Was war das denn jetzt bitte? Ich kitzel einfach mal kurz Monstro. So, okay, Monstro tot. Was hat er für ein Item liegen lassen? Tears Up. Ja, das meinte ich. So ein Item, was man absolut nicht braucht. Und nochmal Tears Up. So ein Item, was man absolut nicht braucht. So, gute Items in Verbindung mit diesem hier sind meiner Erfahrung nach Polyphemus. Du stirbst mal. Ja, das meinte ich halt. Gegner, die sich so denken, ich sterbe nicht nach einem Schlag. Stirb! Danke. Gut, ich versuche jetzt noch einen weiteren Reroll zu kriegen. Vielleicht habe ich das Glück, dass da hinten jetzt nochmal zwei Räume sind, aber das werde ich eh nicht haben. Ich meine, hallo, ich spiele das Spiel. Als ob ich da jemals Glück hätte. Ja, in der Tat, ich hatte einmal Glück. Also, Wahnsinn. Ja, ich krieg noch zwei Räume, aber davon ist nur ein. Sind. Ja, tolles Spiel. Fick dich doch. Gut, dann werde ich hier eine Bombe hinsetzen. Bums. Das da öffnen. Bombe kriege ich sogar wieder. Nicht schlecht. Gut, dann spreng ich mir einfach mal vorsichtshalber den Schlüssel frei, weil wenn ich es nicht mache, kriege ich wahrscheinlich wieder in der nächsten Stage absolut gar keinen, wo ich ihn dann eigentlich bräuchte. Und. Ja, dachte ich mir, Schadensanzeige bleibt auf 2. Also werde ich einfach mal das Tears Up mitnehmen, weil ich glaube, dass dieses Tears Up mir sogar Schaden dazu gibt, wenn ich mich nicht irre. Aber wahrscheinlich irre ich mich so, wie ich es eigentlich fast immer tue in diesem Spiel. Ach so, was? Ja, es gibt mir Attack Speed ab. Was mir, glaube ich, noch weniger bringt. Na, ist ja auch wurscht. Ich spiele das Spiel ja nicht, um Sachen zu kriegen, die mir was bringen, sondern um. Weiß ich nicht, warum ich das spiele. Aber egal. Ach stimmt, weil es immer alle sehen wollen und ich meistens nicht weiß, was ich sonst spielen könnte. So, und. Plopp. Was? Wieso stirbst du denn nicht? Na, mir egal. Und da ist der letzte Gegner dann auch schon tot. Das geht mit dem Messer wahnsinnig einfach. Gerade in den ersten Stages, wo nur so eine Köpfe ankommen und sich denken, ich bin eine Spinne. Ich töte dich. Ja, klar. Strange. Das ist nice. Setzen wir hier eine Bombe hin. Einfach nur, um an die Kiste da dran zu kommen, in der 5 Münzen sind. Nur für mich. Ja. Was? Ja, Messer fliegt durch und durch und denkt sich einfach nur, ich mache jetzt gar nichts. Hihihi.
Damage ab und Spektraltränen. Das sind beide Sachen, die einem nichts bringen. Das sind auch beide Sachen, die mir nichts bringen. Gut, wieso nicht, ne? Dann hole ich mir hier das HP ab. HP ab ist immer gut. HP ab kann man immer gebrauchen. Also schadet auf jeden Fall nicht. Was jetzt so interessante Sachen wären, wären natürlich so unter anderem ein sicherer Gift dort. Und mehr Damage. Auch wenn mehr Damage schon sehr unnötig wäre. Und da fängt es auch schon an damit, dass ich wieder Items kriege, die ich nicht brauche. Oder nicht mitnehmen kann, weil ich dann dafür den Würfel weggeben muss. Das war dumm. So, Luck Up habe ich jetzt nicht, also nehme ich auch keine Pillen. Ja, natürlich. Ich kriege wieder nur... Also, ich kriege mal wieder ein Item, das ich nicht mitnehmen kann, und das war es dann auch schon. Und dafür habe ich einen Schlüssel verschwendet. Krass. So, plopp. Das Messer kann man weiterdrehen, während man unten ist. Weil es bleibt im oberen Stockwerk irgendwie hängen und kommt dann trotzdem noch mit, irgendwie. So, und plopp, oder auch nicht plopp, egal. Ich gehe jetzt wieder einfach zum Boss direkt. Und treffe irgendwie nicht. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Sehr guter Anfang, möchte ich sogar behaupten. Und das war knapp. So, zwei bin ich schon mal los und da ist noch die letzte weg und jetzt nur noch euch. Stopp! Weg mit dir! HP up, ist geil. Da ich, wie man mittlerweile schon mitbekommen hat, mit Sicherheit schon genug Schaden mache eigentlich. Ich persönlich finde den Umgang mit dem Messer ziemlich schwierig. Aber es ist ja egal. So, und tschüss. Noch ein HP. Ey, Mensch, der Run, der gefällt mir gerade. Ich habe extrem viel Schaden. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Speed Up. Ich habe extrem viel Leben. Ja, Speed Up fehlt noch. Stopp! Einfach mal ein bisschen was rausziehen. Oh, einen Versuch können wir uns noch geben. Das reicht dann, denke ich, auch erstmal. Messer, Quatsch, Messer bitte. Ich wollte gerade sagen, Schlüssel bitte, meinte ich jetzt eigentlich. Schlüssel bitte. Sehr schön. Jetzt kann ich auch noch fliegen. Jetzt fehlt echt nur noch Speed Up. Und dieser Run wäre eigentlich so ziemlich perfekt dann. Oh, ich krieg einen Schlüssel. Wunderbar, sag ich ja. Fliegen lohnt sich immer. Aber ich... Ja, gut. Ich wollte schon sagen. Gibt ja bitte noch irgendwo ein Herz hier. Und Tatsache, da waren noch zwei. Nach rechts musste ich noch weitergehen. Was? Wieso überlebst du das und der andere nicht? Hä? Und was war... Wie? Warum? Diese Soundkulisse ist der Wahnsinn. Ich glaube, ich habe nicht das Glück, dass irgendwo noch ein Raum war, den ich ausgelassen habe, nicht wahr? Ah, sieht nicht danach aus. Klopp. Gib mir ein HP ab. Natürlich nicht. Wow. Attack Fly. Immerhin ist sie nicht weiter weg, als ich schießen kann. Oh, auf drei Leben gehe ich runter. Weiter nicht. Und es ist der falsche Sack, natürlich. Einen anderen hätte ich lieber gehabt. Der hätte mir nämlich wieder voll... nicht ganz, aber... Der hätte mir so ziemlich wieder volles Leben... Wo ich glaube, weil... Das, was jetzt gefehlt hätte, hätte er sogar wieder aufgefüllt.
Da füllt halt einiges wieder auf und jetzt kann ich mir allerdings sicher sein, dass ich beim... Ja, dass ich beim nächsten Versuch das Dingsbums-Ding ins kriege. Das, was ich eigentlich eben gerade schon haben wollte. Wieso stirbt? Was? Wieso trifft mich das? Was zur Hölle? Kommt einfach mit der Überrange an und zerstört mich fast. Wow, also ich gebe mir gerade Mühe wie ein junger Gott oder so. Keine Ahnung. Plopp! Einfach mal ausweichen kurz und euch alle töten. Wunderbar. Und hier erstmal reingehen, denn ich brauche wieder volles Leben. Natürlich kriege ich diesen Automaten hier, den keine Sau braucht. For yourself. Oh, Strange bekomme ich also. Das ist ja toll. Puh. The Tower. Nein. Danke. Mein Messer ist jetzt durchsichtig. Das ist sehr cool. Puh. Ich hätte gerne etwas Leben. So minimal, ein bisschen. Was bist du? The Moon. Nehme ich mit. Nice. So. So ungefähr dir wollte ich auch hin. Weil bei dir kriege ich, glaube ich, häufiger und auch mehr Herzen gleichzeitig. Allerdings jetzt gerade kriege ich wahrscheinlich wieder so irgendwie, ja, Bomben. Gar nichts. Bomben. Nein, nee, gar nichts. Vergleiche ich irgendwie mal mit Bomben, weil ich meistens keine Bomben brauche. Und dann immer nur Bomben kriege. Oder gar nichts. Geld. Gar nichts. Gar nichts. Und wieder nichts. Und nochmal nichts. Läuft gut. Eine Fliege. Gar nichts. Eine Pille. Also gar nichts. Und wieder nichts. Und nochmal nichts. Und wieder nichts. Geld. Und letztendlich habe ich ein halbes Herz bekommen, weil ich den Automaten kaputt gemacht habe. Guter Run. Läuft super. Ach, warum gehe ich denn die Wege? Bin ich bescheuert? Ich kann fliegen. Naja, egal. Ist klar, Spiel. Ist klar. Wie hoch ist bitte diese Wahrscheinlichkeit, dass zweimal das gleiche Item kommt? So, bei ungefähr 180 Items kriege ich zweimal das gleiche? Mhm. Ihr bleibt einfach stehen, oder was? Ich möchte nicht vom Messer aufgespießt werden. Ich bleibe jetzt stehen. So, und nur noch dich treffen. Und dann bin ich auch durch diesen Raum durch, wo ich natürlich wieder nur Bomben kriege, statt irgendwie mal Leben zu bekommen. Warum auch immer der Hinweg getroffen hat, nicht getroffen hat, aber der Rückweg dann. Okay. Ja, hallo? Spiel? Okay. Hallo? Mach mal irgendwie was. Mach mal irgendwas Cooles. Ja, genau so. Und jetzt nur noch du. Dankeschön. Ich hätte trotzdem irgendwie gerade gern wieder ein bisschen Leben oder so. Das wäre theoretisch etwas, was man mitnehmen könnte.
Aber dafür hätte ich dann doch gerne noch etwas mehr Geld. Ich mag diesen Raum. Er ist cool. Ah, warte mal, ich kann neu würfeln gehen. Und wenn ich jetzt wieder nur dieses Blue Baby kriege, dann werde ich es einfach mitnehmen, weil es einfach... Weil das Spiel mich schon wieder zu verarschen scheint. Minimal. Ein D20, das ist etwas Interessantes. Damit kann man sehr viel anstellen. Vor allem... Weil in diesem Raum schon... drei Karten liegen. So. Schlüssel brauche ich derzeit auch nicht. Strange-Karten, ja, brauche ich nicht unbedingt eigentlich. Welche Karten könnte ich, ja. Okay, jetzt kann ich es ausprobieren, was ich bekommen habe. The Emperor. Ja, dann nehme ich lieber eine Strange mit. Dich nehme ich mit. Dich hau ich weg. Dich dann auch. Das hier nehme ich mit. Das hier werde ich mitnehmen. Und jetzt holen wir uns den D20. Und ich glaube, den anderen Typen spreng ich dann gleich auch nochmal weg. Ja, dann spreng ich dann auch noch weg. Dann haben wir noch mehr Schrott, der da rumliegen kann und so. Gut. The Chariot ist interessant. Ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das zu machen, was ich getan habe. Pille brauche ich echt nicht. Was war denn das andere? Strange, nicht wahr? Chariot kann man mehr mit anstellen. Definitiv mehr. Plop. Und jetzt nur noch euch. Plop. Easy. Ach so, warte mal. Den hier brauche ich doch gar nicht aufladen. Ich nehme den D6 wieder mit. Da ich durch den theoretisch... Ich habe volles Leben? Okay, ich habe volles Leben. Wieso nicht? Da ich durch den theoretisch wieder bessere Items kriegen kann. Mehr Leben, mehr Speed vor allem. Auch wenn man mit D20 letztendlich natürlich viel mehr machen kann. Aber das Glück habe ich auch nie. Also. Hallo? Wie wär's mit Sterben, wenn du im Messer rumrennst? Nein, ich töte dich nur. Vor allem, mir fällt nämlich gerade das auf, wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich noch zwei Räume, wenn ich ganz viel Glück habe, kriege ich ein Item-Mat hier. Und dann nehme ich auf jeden Fall den D20 mit. Der ist dann deutlich besser, wenn ich ein Item-Mat hier habe. Plopp. So, easy room. Easy room. Ach du Scheiße. Ah.
Okay, wenn ich jetzt noch einmal getroffen werde. Ja, hat sich erledigt. Das ist ein Item, was man absolut... Na, eigentlich absolut nie brauchen kann. Und ich krieg's natürlich nochmal. Ja, das Spiel verarscht mich gerade wieder ohne Ende. Vor allem, weil ich Q gedrückt habe, bevor der Schaden hätte reinkommen können, aber... Naja, was soll's. Ist ja auch völlig egal. Gut, ach, ich habe noch drei über, dann kann ich das hier auch nochmal gleich mitnehmen. Auch wenn das ziemlich blöd war. Da ich jetzt nochmal in den Sündenraum reingehen wollte. Was, soll ich einfach einen D20 mitnehmen? Und tschüss. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich einfach den D20 mitnehmen sollte. Ach, obwohl ich eigentlich kein Geld mehr, um irgendwas zu machen. Ich habe genug Bomben, ich habe Cave 2 bin ich, ich hab genug Schlüssel. Erstmal. Ich weiß auch nicht, warum ich More Trinket Room mitnehme. Ah, wieso nicht? Jetzt kann ich auch Strange mitnehmen.